die Allensbach Hochschule Konstanz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland gibt es mehr als 400 Hochschulen, mehr als 100 private Hochschulen. Warum sollten Sie gerade an der Allensbach Hochschule in Konstanz studieren? Nun, weil es die beste Hochschule ist. Nein, vielleicht einige Argumente, die durchaus nachvollziehbar sind. Die Allensbach Hochschule in Konstanz ist schon über 25 Jahre alt. Sie wurde als wissenschaftliche Hochschule Lahr gegründet und 2015 dann in die jetzige Allensbach Hochschule umbenannt. Relativ zeitnah zu dieser Umformierung durfte ich an die Allensbach Hochschule als Lehrbeauftragter kommen, später dann auch als Professor für Berufsbildung und Wirtschaftspädagogik und seit 01.01.2021 auch als Rektor. Warum bin ich diesem Ruf der Allensbach Hochschule gefolgt? Weil mich das Ausbildungskonzept der Allensbach Hochschule sehr begeistert hat. Die Allensbach Hochschule ist eine Fernhochschule. Das heißt, die Studieninhalte können online im Fernstudium zeit- und ortsunabhängig absolviert werden. Und damit ist ein Studium neben Beruf und Familie einfach möglich geworden. Es ist auch die inhaltliche Konzeption der Hochschule. Wir haben ein Bachelorstudium, den Bachelor BWL online. Dieser Bachelor of Arts kann in 11 Schwerpunkten des Bachelorstudiums erworben werden. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einen kurzen Sidestep machen. Bier und Kaffee und Wein und Wasser unterscheiden sich nicht sehr deutlich. Ich glaube, 70% oder 80% ist immer Wasser. Aber der Rest macht dann doch den spürbaren Unterschied aus. Und so ist es auch beim Bachelorstudium, wo Sie Fashion Management, PR und Kommunikationsmanagement, Bau- und Immobilienmanagement, Finance, Steuerlehre, Digital Marketing, wo Sie Gesundheitsmanagement, wo Sie ganz unterschiedliche Schwerpunkte in Ihrem Bachelor setzen können. Und dann haben Sie, wenn Sie die Vertiefung Wirtschaftspsychologie wählen, natürlich die betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse, aber auch eine spezielle Vertiefung eben im Bereich Wirtschaftspsychologie. Und daneben haben wir Mastergrade, Masterstudien mit 120 ECTS, mit Ausnahme eines MBAs, der, wenn das Vorstudium schon entsprechend umfangreich war, auch in der Kompaktvariante in 60 ECTS absolviert werden kann. Haben wir einen Master of Arts in BWL und Management, einen Master of Arts in Finance, einen Master of Arts in Wirtschaftspädagogik. Für die Österreicher unter Ihnen sei es gesagt, das kann nach baden-württembergischem Studienrecht noch als Magister Artium verliehen werden. Wenn Sie mich jetzt nach einem USP fragen, den ich Ihnen so vollmundig am Anfang versprochen habe, der Master of Arts in Wirtschaftspädagogik ist das einzige deutschsprachige Studienprogramm, das in reiner Fernlehre, ausgenommen das Unterrichtspraktikum, absolviert werden kann. Das ist also geradezu die typische Einladung an Berufstätige, oft mit familiären Verpflichtungen verbundene Studierende, hier eine entsprechende Vorbereitung auf ein Amt als Referendar, als Lehrer in Berufs- und wirtschaftskundlichen Schulen zu bekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Allensbach Hochschule ist für Sie ein entsprechender Ansprechpartner. Man kann das Studium hier jederzeit aufnehmen. Das heißt, Sie sind auch nicht an die klassische Semestereinteilung gebunden. Und wenn Sie mich jetzt fragen, Herr Stieger, sagen Sie mir kurz drei Argumente, warum ich in Allensbach studieren sollte, dann sage ich Ihnen, weil Sie jederzeit mit Ihrem Studium beginnen können, weil Sie es neben Beruf und Familie wirklich zeit- und unabhängig absolvieren können und weil es sich um spannende Lehrinhalte handelt, die Sie dann auch gerne absolvieren und sich auch gerne den entsprechenden Prüfungen stellen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, melden Sie sich einfach bei uns, schreiben Sie mir ein Mail, martin.stieger@allensbach-hochschule.de. Ich freue mich auf Sie.